Kluger, feinsinniger, aber auch anarchischer Humor war Markenzeichen von Herbert Feuerstein. Jetzt ist der Satiriker und Buchautor im Alter von 83 Jahren gestorben. An der Seite von Harald Schmidt wurde Feuerstein einem breiten Fernsehpublikum bekannt in der Sendung Schmiteinander. Zuvor hatte er lange Zeit als Chefredakteur des Satiremagazins Mad geführt. Mehrmals wurde Feuerstein ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Er war der Vielseitige, komisch und nachdenklich, absurd und manchmal todernst. Vor allem aber prägend für die deutsche Unterhaltung. Ich bin der Beste, den man sich denken kann. Doch das brauchte Zeit. Geboren wird er 1937 in Zell am See in Österreich, wird zuerst Musiker. Mit 20 studiert er am Mozarteum in Salzburg. Später geht er als Journalist nach New York. Zurück in Deutschland wird er Chefredakteur der Satirezeitschrift Mad. Alfred E. Neumann und die Zeitschrift selbst werden unter seiner Leitung Kult. Sein Motto: Die Welt ist blöd, aber man selber auch. Der endgültige Durchbruch als Sidekick von Harald Schmidt. Eine Hassliebe und absurd komischer Humor. Trotz Erfolgen blieb Feuerstein nie stehen. Veränderung war sein Ziel. Sie können sich ein Ziel setzen, entweder, wie meine österreichischen Klassenkollegen, einen frühzeitigen Ruhestand, in Pension zu gehen, oder aber irgendwo den Nobelpreis zu kriegen, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, sehr schwierig. Ne? Und da müssen Sie immer dasselbe machen. Und es wird immer enger und enger und enger. Er, der die Dinge immer ein bisschen anders sah und das Publikum daran teilhaben ließ, ist gestern gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.